Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ja, bevor ich tatsächlich an den Dirk jetzt übergebe, müssen wir wie immer einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Denn es ist ja auch schon eine verrückte Woche, passt auf jeden Fall ins Jahr 2020. Und deswegen ist dieses Webinar auch nur zu Schulungszwecken gedacht. Bitte, Sie müssen da Ihre eigene Entscheidung treffen. Nicht den Inhalt, unabhängig davon, was Dirk uns heute zeigt, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Immer dasselbe hier. Immer wenn ich auf den Knopf drücke, dann lässt er mich das Mikro nicht mehr einschalten. Deswegen klingt das immer erst, als wäre ich gar nicht mehr da. Das ist ja, natürlich. Ich hatte schon Panik gehabt. Ja, nein, nein, nein. Ja, ich bin geflüchtet. Ja. Aber bei dem Markt auch nicht weiter. War wunderlich, wenn man das tun würde, mal flüchten. So, Tag, hallo und herzlich willkommen. Hier heute zum NFP Live Trading mit meiner Wenigkeit. Und FX Flat, ich glaube, mein Licht ist so ein bisschen dunkel, ne? Sehe ich da hinten gerade. Aber das geht schon. So, sieht jetzt ganz ein bisschen aufgeräumter aus. So, ich habe es ja schon heute Morgen so ein bisschen angedeutet im Blog. So, ich freue mich, NFPs, auch das noch nach dieser Woche, die wirklich halt so ein bisschen crazy war. Nichtsdestotrotz, was man halt einfach sagen muss, ich höre halt immer wieder, so habe ich gestern auch nochmal irgendwie mit einem Freund von mir gesprochen, der da meinte, ja, so irgendwie, wenn ja US-Wahlen sind, dann funktioniert das ja halt irgendwie alles, Charttechnik und Markttechnik, funktioniert alles nicht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und das meint man immer nur. Und dann frage ich mich halt immer so, was habt ihr denn für eine Technik, wenn das halt irgendwie nicht funktioniert? Und ich werde auch gleich mal so ein bisschen was zeigen im DAO, wo man halt jetzt auch sehr genau sehen konnte. Das schalte ich jetzt gleich mal aus, bevor ich es gleich nicht mehr ausschalten kann. So, korrekt hier. Wo man halt sehr schön sehen konnte, wo einfach dann auch die Grenzen von dem Markt halt sind. Und es ist reine Technik. Mehr ist es halt bis jetzt auch nicht gewesen. Und wer jetzt am Dienstag als Beispiel dabei gewesen ist, Handy ist auch noch nicht aus, so, wer am Dienstag als Beispiel dabei gewesen ist, da hatte ich ja auch gesagt, ne, so wie die Bewegung halt aussehen wird. Also wir hatten ja im Live-Trading selber, waren es ja halt erstmal zwei kleine Loser. Aber nicht weiter schlimm. Ich habe hier den Markt schon im Auge. Der bewegt sich schon irgendwie ein bisschen rabiat hier. Da hatte ich ja gesagt, bis dahin läuft er. Also wenn das jetzt sich jetzt so bestätigt, und es hat sich ja dann bestätigt, deswegen fand ich die Trades an sich auch recht legitim, weil man konnte es abends dann halt sehr, sehr, sehr gut handeln. Also vor allen Dingen nachts dann halt, ne, bei den, als es dann losging mit den Präsidentschaftswahlen, mit den, also so die Vorbereitung und Auszählung war da halt noch nicht wirklich um die Uhrzeit, oder? Doch, um 12, doch um 1 Uhr, glaube ich, gab es die ersten Auszählungen. Und da hat man sehr schön gesehen, dass der Markt tatsächlich genau das gemacht hat, was ich halt morgens vorher noch beschrieben habe. Also im DAO ist dann halt genau in diesen Bereich reingelaufen, ein bisschen drüber noch und dann halt erstmal 700 Punkte runter. Und auch das ist ja halt irgendwie, das war ja halt auch rein technisch, ne? Da hat man halt einfach vorher gesehen, was der Markt da halt treibt, dass, ich gucke hier mal so ein bisschen rüber, weil ich habe noch die Hälfte von dem Short da drin. Und dann hat man halt ja auch schön gesehen, da passiert halt nichts anderes, ne? Und auch jetzt, selbst während den letzten Tagen, wo es halt wirklich nur nach oben gekauft wurde, ich habe mich da auch ein bisschen vertan mit der Höhe, aber ich konnte es dann gestern auch nochmal revidieren. Der Punkt, der dann halt relevant wurde und zeige ich euch dann jetzt gleich mal. So, ich gehe jetzt mal rüber hier auf mein Bild und prompt das Falsche. So, da ist noch ein Short drin, die Hälfte von denen, den hatte ich vorher noch gepostet, allerdings ist das nicht genau die Stelle, die ich gepostet habe, sondern vielmehr, nachdem ich ausgestoppt worden bin, ich dann nochmal rein. Der eigentliche Entry war hier die 243. Es könnte es aber tatsächlich halt auch gewesen sein, jetzt an der Stelle hier mit Short. Also deswegen war ich da halt unten, habe ich auch gesagt, gebe ich jetzt erstmal die Hälfte raus, weil das muss man dann gleich dann halt mal sehen. Moment, ich muss ja ganz schnell nochmal was umschalten, beziehungsweise ein Bild woanders hinsortieren.
Das ist nämlich noch nicht am richtigen Bildschirm. Moment. So, da ist es jetzt. So, jetzt sollte es passen. So, dann gehe ich mal hier kurz auf den rein auf das Chartbild, das ich ja auch im Blog habe. Und so, und da sieht man halt hier oben im DAU die 28.476 in Rot. So, warum? Wenn man sich das mal anguckt, hier von der Bewegung her, die er da halt gemacht hat, dann sieht man hier oben, da war halt einfach der letzte Widerstand und ab da ist es halt relativ steil runtergegangen. So, und die Ansage vom Dienstag war ja, wir laufen da oben rein in diese Shortzone 666, beziehungsweise oben drüber die 723 und dann geht es runter. Ne? Und da sieht man auch, das hat er dann auch ganz genau gemacht. Also das war halt die Bewegung von Dienstagnacht. Und dann ging es halt, da gab es erstmal was auf dem Deckel und dann halt wieder runter. Gut, dass jetzt die 27.136 gehalten hat, steht jetzt nochmal auf dem anderen Blatt, hatte ich jetzt so nicht unbedingt auf dem Schirm, aber okay. So, und alles Weitere, ne, sieht man ja halt hier oben entsprechend einfach nur, wenn man das mal halt ganz vereinfacht sich darstellen will. Und ja, dann ist es ja halt nicht mehr als diese Abwärtsbewegung und dann entsprechend halt das Maximum. Dann halt nochmal bis da oben hin. Und da war halt jetzt einfach Schluss. Da gab es halt nach jetzt auch ein kleines Gap. Das könnte natürlich auch tatsächlich ausreichen, damit wir hier nochmal deutlich tiefer korrigieren, weil was mir eigentlich fehlt, ist der Bereich hier unten, die 27.461. Das klingt erstmal weit, ist auch nicht wirklich gerade um die Ecke. Und das kann auch schon sein, dass das heute halt tatsächlich auch mal kommt. Und würde halt insgesamt auch zur ganzen Bewegung von der Wochenkerze halt passen, weil das ist einfach da oben drüber läuft. Glaube ich jetzt noch nicht. Ich habe mich zwar auch schon mal getäuscht, aber oft ja dann doch eben nicht, was den Ablauf eben angeht. Ich kann das auch gleich nochmal im Daily halt auch noch zeigen. Der DAX hier schiebt schon wieder ordentlich dagegen. Okay. Im Daily kann ich das auch mal gleich noch zeigen, beziehungsweise das mache ich doch direkt. Ich gucke mal gerade, ob hier mein Short noch am Leben ist. Ja, weil jetzt auch hier vom Ablauf, es könnte natürlich sein, was man halt hier sieht, jetzt mal rein diesen letzten Bewegungsarm halt mal genommen, im DAU sieht man halt einfach, also ich habe vorhin tatsächlich auch mal hier die Fibus mal angelegt, auf den ersten Anstieg, auf den sauberen, das hier war Phishing. Und da sieht man ganz genau die 76,4 da unten, die matcht hervorragend mit der blauen Linie hier auch im Bild. Und was ist das, die 120, genau. Und das matcht halt ganz wunderbar miteinander zusammen. So, und von daher kann es natürlich jetzt sein, dass er das jetzt als Gelegenheit nutzt, um dann halt eben wirklich auch oben rauszulaufen. So, wie gesagt, hier ist die Hälfte schon raus. Von daher habe ich da jetzt auch ein bisschen Luft da oben. Beziehungsweise ich könnte den auch entspannt da oben drüber legen, wird jetzt auch nicht weiter was ausmachen, aber muss ja nicht sein. Lieber gucke ich dann, dass ich halt irgendwo dann halt irgendwie nochmal reinkomme. Also, weil von der Bewegung her selbst hier nochmal, um die Stunde mal kurz nochmal anzuschauen, ja, ist halt auch so, wir haben halt eine Abwärtsbewegung hier abgewiesen. Heute Morgen war das plopp runter. Hier, direkt hier am Gap sieht man jetzt hier nicht so deutlich. Ich hoffe mal, das hier funktioniert. Wahrscheinlich jetzt nicht. Da kommt bestimmt wieder irgendwas anderes. Ah, ne, doch, ja, da kommt natürlich wieder was anderes. So, und zwar sieht man hier oben, kann ich mal kurz einzeichnen auch. Weiß nicht, wer es mitbekommen hat heute Nacht. Ich war tatsächlich auch noch short und habe mich schwarz geärgert, dass ich das Ding nicht aufgelassen habe. Beziehungsweise ich habe da irgendwie nur 40, 50 Punkte mitgenommen. Und das war natürlich halt nicht so. Klasse. So, wo ist es? Soll ich mich hier auch mal einfügen? Na, hier sieht man halt, da ist ein Gap. Sieht man nicht. Na komm schon. Ah, okay. So, hier sieht man es halt, ne? Da war halt der Schlusskurs. Gestern Abend auch sauber, einfach nochmal hochgelaufen an die 476. Da habe ich schon gedacht, das gibt keinen Aufwärtsgap, das geht runter, wenn das Ding aufgeht. Und weil halt hier einfach die Grenze ist. Und was hat er gemacht? Ging ein Stück weit runter und wie man sieht, plapp. Relativ, also ordentlich tief runtergekippt.
Deswegen habe ich mich geärgert. Ich bin, glaube ich, hier irgendwo raus nach irgendwie ein paar Punkten und habe gedacht, ja, super, klasse, wie man es macht, ist es falsch. Aber okay. So, und das könnte halt reichen. Ne? Da haben wir heute Morgen jetzt auch nochmal gesehen. Hier nochmal knapp dran an das Gap und dann halt runter. Und wir haben halt hier die ganze Tendenz, die wir jetzt hier erstmal haben, also Intraday wohlgemerkt, ne? Nicht im großen Bild. Im großen Bild ist natürlich Long, aber Intraday ist das Ganze auf jeden Fall korrektiv. Und von daher könnte es halt sein, dass die Bewegung sich hier einfach fortsetzt und dass wir halt hier einfach nochmal eine Etage tiefer halt laufen. Wie gesagt, Wunschszenario wäre halt tatsächlich die 27.461. Das wäre natürlich halt extrem tief, schon klar. Aber wir wissen halt nicht, was da kommt. Und so schlapp, wie der Markt halt wieder nach oben gelaufen ist, der läuft ja halt nicht einfach immer weiter. Und das, ich habe das schon ein paar Mal auch beschrieben und ich hatte auch, glaube ich, so ziemlich jedes Mal recht damit, dass dann halt nachher die Korrektur dann umso heftiger ausgefallen ist. Was man aber hier sagen muss, ist natürlich, dass die Korrektur, dass der halt jetzt nicht korrigiert hat. Ne? Also das spricht dann halt schon wiederum für einen sauberen Anstieg. Also wenn ich das mal angucke, ne, es ging halt immer, auch wenn es rauf ging, ging ein Stück weit zurück, aber das hier reicht für meine Begriffe nicht. Einfach nur auf den Hochs aufgesetzt und dann halt weiter. Und aber so richtig viel korrigiert ist nicht. Ist schon ein bisschen immer wieder mal. Konsolidierung ist ja halt dann auch wichtig, weil das ja auch heißt, wenn der Markt zwischendurch konsolidiert, dass halt entsprechend, wenn sich da halt Händler eindecken, dass das halt ja auch entsprechend immer wieder dann halt zu günstigeren Kursen gelingt. Wohingegen, wenn so eine Geschichte, wie wir sie hier halt hier hatten, steil rauf, das fällt dann natürlich entsprechend halt auch ein Stück weit dann zusammen, weil das macht keinen Sinn, dass da oben einfach weitergekauft wird. Und wie immer ist es nur entscheidend zu wissen, wo passiert das Ganze und wo halte ich dann halt dagegen, beziehungsweise wo fange ich halt an, Short zu suchen. Bei Long würde ich hier halt definitiv noch nicht suchen. Das Gap da oben sollte man im Auge behalten. Ja, könnte jetzt natürlich auch genauso gut sein, dass der Markt jetzt hochschnippt und dann halt nochmal da oben hinläuft. Und da würde ich da oben tatsächlich auch direkt nochmal dagegen halten und dort eine neue Position aufmachen. Aber erstmal hier auch rein nach Legende. Die Stunde hat unter 1,98 geschlossen. Die letzte. Da kann der halt jetzt ein bisschen reinlaufen. Das hat er auch gemacht und sollte aber jetzt entsprechend dann halt auch nach unten eigentlich reagieren. Also wenn die Legende auch bei den NFPs funktioniert, dann sollten wir jetzt einen Plop nach unten kriegen. So, wir haben noch ein paar Minuten, noch zwei an der Zahl. DAX kann ich auch mal kurz gucken. Oh, der ist halt hier ordentlich wieder abgeprallt an der 410. Da gehe ich aber gleich mal drauf ein. Keine Ahnung, was der hier vorhat. Alright. So, also, und bitte nicht, ne? Also wer vorhin den Trade mitgemacht hat, ich habe den ja vorhin gepostet und leider irgendwie ein paar Punkte zu spät, weil in dem Moment hat er hier wirklich diesen Plop darunter gemacht und ist dann auch losgelaufen. Aber wer ihn gemacht hat, den Teil-Exit hier habe ich ja auch angegeben, muss man sich halt wirklich überlegen, ob man das halt jetzt während den NFPs beibehalten will oder halt nicht. Ist halt nicht so ganz ohne, weil es kann natürlich halt auch hier immer mal irgendwie ein Gap geben. Man sieht es schon, das Orderbuch wird gerade ganz dünn. Hier sieht man, die ganzen Orders verschwinden hier gerade. Das ist auch der Grund, so für die Anfänger, das mal ein bisschen zu erklären. Das ist halt auch der Grund, warum plötzlich dann halt die Volatilität hochgeht, weil der Markt einfach leer ist, ne? Weil er halt einfach nichts drin ist an Orders. Und sobald er jetzt irgendwie 120 Kontrakte kauft, und dann klatscht es natürlich halt entsprechend in eine bestimmte Richtung. Das kann ich mal zeigen. So viel Zeit haben wir ja noch. Ne, hier ist nichts drin. Ein Kontrakt, drei, fünf. Gar nichts ist das, ne? Das ist halt deswegen, es wird gleich noch dünner. Auf den letzten Drücker sieht man jetzt schon, ne? Und entsprechend, wenn da jetzt halt einer eine Position aufmacht und dann geht die Wohle halt direkt durch die Decke. So, bin mal gespannt. So, die 1, beziehungsweise 2, 4, 3 nochmal. Gucken, ob mich da oben jetzt wirklich abschießen will. Ich glaube es ja noch nicht. So, wie gesagt, wenn er das hoch rausnimmt,
Ist okay, weil hier unten, ne, nochmal, da sind halt schon über 100 irgendwie 40 Punkte realisiert worden. Von daher ist das jetzt nicht weiter schlimm. So. Also hier jetzt auch erstmal ganz normal nach Technik, ne? SL hier ans Hoch. So, wenn er das fischt, erstmal Füße stillhalten und dann halt eine Etage höher nochmal gucken, wie es denn da halt aussieht. Weil wie gesagt, was ich ja vorhin gemeint habe, es kann natürlich sein, dass halt die Korrektur jetzt halt auch abgeschlossen ist und das jetzt erstmal. Das heißt nicht, dass es halt den Rest vom Tag dann auch so läuft, aber das ist jetzt erstmal hergenommen mit dafür, um einfach halt nur nochmal einen Schub nach oben zu machen und halt dann eben nochmal in Richtung Gap da oben zu laufen. Kann sein, muss nicht sein. So, gucken, ein bisschen Luft, gehen wir dem hier oben drüber. Ja, ist natürlich schon sehr knapp, okay. So, wovon ich halt auch immer abraten würde, ist die These, die erste Bewegung ist immer die falsche. Das stimmt nicht. Ja. Also hier würde es tatsächlich jetzt Sinn machen, wenn es denn so wäre, weil wir dann halt einfach nur hier nochmal eine Korrektur hätten bis zu dem Hoch an der Stelle. Da wird es dann halt schon Sinn machen, aber so generell glaube ich dann nicht dran an diese These. Also, jetzt kleben wir hier erstmal fest und gucken, was versucht jetzt da abzuschießen. Ich gebe mal ein kleines bisschen mehr Luft da oben drauf. Wie gesagt, nicht nachmachen. Das ist nur noch ein Rest von einer Position, die längst fett im Plus ist. So, ich würde jetzt halt hier nur gucken, ne, falls jetzt hier ein Fischen kommt oder so, dann muss ich mich ja nicht unbedingt irgendwie da halt opfern. Das habe ich nicht heute schon ein paar Mal hingekriegt. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und von daher jetzt einfach mal gucken, ob er das wirklich schafft, hier oben rauszulaufen. Und dann muss es halt auch deutlich hochgehen, ne? Also das heißt, nicht jetzt hier so ein bisschen, das spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Auch mal kurz an die 300 wäre jetzt auch nicht weiter tragisch. Er müsste schon deutlich dann da oben stehen bleiben. So, und dann muss man halt gucken, wo man halt entsprechend dann sich halt dann nachher nochmal einfindet. So, er geht jetzt erstmal drüber. Und wenn es jetzt eine vernünftige Anlaufstelle gibt, vorausgesetzt, es ist nicht doch nur Fishing für ein paar Punkte hier. Und wenn es eine vernünftige Anlaufstelle gibt, dann ist es halt wirklich oben nochmal das Gap. Ja, das ich ja hier auch eingezeichnet habe. Da bin ich ja mal gespannt. So, bis hierher wäre völlig okay. Das ist halt einfach nur aus dem Block halt auch nochmal eine Grenze. Ihr das? Ja, wen hast du da zu Besuch? Keine Ahnung, es kommt hier irgendwie aus dem Hausflur. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ich weiß nicht. So, gucken, kommt da noch was nach oder war es das? Naja, er will da wirklich drüber, ne? So wie es aussieht. Okay. Gut, das passt. So. Ja, dann jetzt muss er natürlich halt entsprechend dann auch da hoch. So, da gucken wir mal, wo das Gap jetzt halt liegt. Wenn er das jetzt wirklich macht, also wenn das jetzt hier auch nur Phishing war, mein Gott, dann war es halt so, ne? Dann begnüge ich mich hier mit der Position, wie sie unten aufgelöst worden ist. Ist völlig okay. So. Kann natürlich jetzt auch hier sein, das ist ja so der Superkandidat, der R1. Eigentlich kann man den fast immer handeln, so für ein paar Punkte, lustigerweise. Das funktioniert tatsächlich irgendwie
Immer, also ja, immer kennen wir alle, aber fast immer gibt es da ein paar Punkte rückwärts. Und andererseits, wenn er da halt durchläuft, da kann man immer davon ausgehen, oh, besser mal die Finger weg, das ist irgendwie ernst gemeint. Wobei natürlich so ein Spike drüber jetzt nicht schlimm ist. So, 35. Ah, ich glaube so, irgendwie in kurzen kann man hier mal versuchen. Jetzt kann er hier noch nach Abschluss der 5 Minuten hier noch kurz einen dranhängen, noch einen kleinen Docht bauen. Und dann ist das okay. So, und jetzt wäre hier einfach nur ein Aufsetzer auf die Hochs an der Stelle. Das wäre natürlich schick, wenn er es macht. Aber wie gesagt, wenn er jetzt da wirklich durchläuft, als gäbe es keinen Morgen mehr, dann ist das wahrscheinlich auch ernst gemeint. So, wo ist denn eigentlich mein Dom hin? Gibt kein Dom. So, ne? Das sieht man, das ist halt echt spannendes Ding. Also es ist halt der R1, beziehungsweise Quatsch, hier war es der 2er. Der 1er funktioniert normalerweise immer besser, aber wenn der 1er nicht funktioniert, funktioniert der 2er. Das ist halt, ja, mag mich manch einer für verrückt halten, aber es ist wirklich so. So, 37, mal gucken, dass man halt die Zeit im Auge behält. So, weil halt immer für mich halt immer der Schlusskurs entscheidend ist, ob das jetzt hier die Minutenkerze ist oder halt 5, spielt keine Rolle. Und da entsprechend wäre mir halt wichtig, um da jetzt festzuhalten, dass er unter der Kerze schließt. Das macht er jetzt. So, und dann kann man den, also unter hier der letzten hier. Da, ne? Und da sieht man es halt auch. Theoretisch kann man hier auch direkt nochmal eine Position mit draufgeben. Trotzdem muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn es jetzt zum Beispiel passieren sollte, dass die direkt nochmal gekauft wird, ja, dass das hier quasi ein Versehen war. Und dann haut es wahrscheinlich nach oben ab. So, aber ansonsten könnte man das jetzt hier wirklich an der Stelle eigentlich direkt nochmal verlängern, die Position. So, und jetzt werden wir mal sehen, was das hier gewesen sein soll. Also hier auf das Hoch sollte er aufsetzen. Und wenn das halt jetzt nachhaltig ist, muss das Hoch auch eigentlich erstmal halten. Und wenn nicht, wenn er hier durchfällt, dann ist es Phishing und nichts sonst. So, hier auch mal warten, bis die Minute fertig ist. Noch haben wir nicht aufgesetzt. Da drauf. So, jetzt kann er einmal hoch. Und dann mal gucken, dass wir da halt einmal sauber drauf aufgesetzt kriegen oder halt auch nicht. Dann kann man jetzt halt da oben als entweder als Limit machen. Na, hier, ich habe halt wirklich nur diese Kerze da im Auge. Wie gesagt, aber Vorsicht, wenn die gekauft wird, dann muss man raus. So, ein paar Sekunden hat er noch. Also hier könnte man, wie gesagt, als Limit machen. Können natürlich auch irgendwie hier halbe Size als Beispiel draufgeben. Würde auch gehen. Aber er darf nicht darüber schließen. Ich vermute mal, das sind halt Algos, die da halt unterwegs sind und die auf solche Taktungen halt gucken. Hat er nicht. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir den jetzt hier kriegen. Der kann jetzt auch ruhig nochmal hochlaufen. Neues Hoch dürfte er allerdings ohne weiteres jetzt so nicht hinkriegen. So, deswegen halt auch hier kann man den halt auch eigentlich sichern.
So, mal gucken, ob das funktioniert. So, dann brauchen wir halt hier immer noch den Aufsetzer auf dem Hoch hier. Ich habe es ja markiert bei der 295. Das wäre halt so das Minimum und dort müsste man dann halt sehen, fällt er da durch. Dann kann man drin bleiben und wenn nicht, dann halt raus. Und hier auch schließt es leider im zweiten Anlauf da drin. Das ist nicht so gut. Das ist erstmal nicht so gut. So, jetzt bräuchten wir mal ein Schübchen nach unten, bitte. Hoch kannst du nachher noch. Na komm schon. Also, hier gerade mal parallel nochmal mein Alternativschirm. Ja, da wäre natürlich klar, wäre es schick gewesen, wenn man da unten irgendwie long gegangen wäre, aber hätte Fahrradkette. Kennen wir ja alles. So, hier wie gesagt, darf er eigentlich kein neues Hoch machen. Sollte er besser lassen. Was mich halt jetzt so ein bisschen stört, ist, dass wir halt leider wieder in dieser Kerze da drin stehen. Das ist so ein bisschen nicht gut. Sollte er besser wieder gleich drunter, damit das aufgeht. Aber hier das Gewackel auf der Stelle. Natürlich auch nicht so schick. Steht eine Dauer eigentlich 486. So, und da wäre dann halt eh die Frage, wie löst die Stunde auf? Weil es kann natürlich immer noch komplett nach unten fallen, ne? Also so ist es nicht. Wie gesagt, hängt für meine Begriffe davon ab, was er hier mit dem Hoch macht. Und ob er jetzt hier allen Ernstes vorhat, direkt durchzugehen, wäre für Long natürlich gut. Für das Ding hier natürlich nicht. Auch klar. Nee. So, das war nix. Hurra, hurra. Das hat die Woche irgendwie, ist das die Serie. Am Dienstag schon die in den Webinaren. Das war auch schon nicht so klasse. Beziehungsweise halt das Besprochene war gut, aber die Umsetzung nicht. Das ist halt immer, ne, um das nochmal kurz zu erklären. Ich meine, er hat ja reagiert, ne? Das Problem ist halt wirklich, also das ist mal reiner Skyping-Ansatz. Das Problem ist wirklich, wenn so eine Kerze, die letzte, wenn die hier unterboten wird und dann nochmal halt hier zurück da drin schließt, kommt meistens so ein Ding nach wie jetzt gerade. Das heißt zwar immer noch nicht, dass es weiterläuft, aber ich würde jetzt hier auch nicht unbedingt nochmal dagegen halten. Also wir kommen nochmal ganz runter. Dann steht das auf einem anderen Blatt. So, jetzt wird aber erstmal der M15 fertig. Der sieht natürlich schon ein bisschen übel aus. Den mal hier auf der anderen Seite mal zeigen. Ja, der steht halt da oben schon recht ordentlich in der Gegend rum. Also schließen zwar hier wieder unter dem, so einen versuche ich noch, schließen wieder unter dem, wo ist er? Ups. R2.
Aber steht halt da oben schon so ein bisschen Rocksteady in der Gegend rum. Schwebt hier oben quasi. Nee, komm. Das macht keinen Sinn. Also, gucken wir uns das Ganze mal an. Wo der Markt denn hin will. Also, Peak hier oben ganz klar. Über der, wo sind wir hier? Unterhalb vom Gap. Das wäre natürlich jetzt so halt das Erste, wo der halt Lust hat. Wie gesagt, das halt zuzumachen. Ne? Das heißt, dann würden wir nochmal hochlaufen, wahrscheinlich hier oben an das Vortageshoch. Ne? Seht ihr, das macht auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie halt da halt zu warten, ob er vielleicht nicht doch noch irgendwie runterkommt und dagegen zu halten. Ich glaube, zwei Versuche, das ist ausreichend. Mehr muss man das sich nicht kosten lassen auch. So, auch hier, ne, ist jetzt halt nochmal ein High. Klar, da gibt es jetzt auch nochmal irgendwie ein paar wenige Punkte, aber wie man sieht, muss man schnell sein. Und mal gucken, wo wir hier sind. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Wo steht denn der DAX überhaupt zwischenzeitlich? 500 schon wieder, die Rakete. Und 2 und 2. Ja, schon ordentlich, ne? 200 Punkte aufwärts. Nicht so wenig. So, und dann bin ich ja halt mal gespannt, da oben mit dem Gap, ob er das jetzt wirklich in einem Anlauf hier schafft. So, da ist dann auch das Skaliererei hier, MetaTrader, die macht mich noch fertig. So, das war der Punkt von heute Morgen, beziehungsweise hier müsste der Vortages-POC sein. Mann, ey. Dass die sich da nicht mal was einfallen lassen können, mal vernünftig mal skalieren können. Aber dann halt sollte es wirklich halt, also hier ist auch die Future-Eröffnung. Das heißt, da entscheidet sich auch das Ganze, was das halt dann werden soll. Ich gehe mal ganz kurz, beziehungsweise mach mal. Hier oben ist der Kassaschluss. Der liegt dann halt natürlich entsprechend dann halt auch mitten im Gap, beziehungsweise am Ende vom Gap. Da sollte man dann vorsichtig werden, ob es nicht dann halt am Stück da oben durchgeht. Ich zeige mal ganz kurz den Daily, damit man sieht, was wir da halt überhaupt haben. Also, aufgesetzt hier auf der fetten blauen Paritätsumkehrlinie, die ich schon irgendwie x-fach besprochen habe hier im auch im NFP-Webinar. Ja, und nichts anderes ist da passiert. Das heißt, fängt da oben halt an, setzt da unten halt einmal drauf auf. Das war's. Ne? Auch im DAX haben wir halt eigentlich nichts anderes als einen Anschluss halt irgendwie zu dem Hoch vom, was haben wir heute Freitag, vom Mittwoch. Mehr ist da halt im Endeffekt auch noch nicht passiert. Von daher kann das jetzt ruhig auch noch mal ein Stück nach oben laufen. Und aber hier nur mal fürs Bild, ne, wäre das jetzt eine 5-Minuten-Kerze, würde man ja gar nicht irgendwie großartig nachdenken, würde sagen, ja klar, ne, das kann ja, die kann halt nach oben drehen und nach oben weiterlaufen. So, da wir hier eine Tageskerze natürlich haben, braucht man da ein bisschen mehr Geduld. Das ist übrigens genau halt vorhin, wo der Teilverkauf halt gewesen ist, natürlich auch lustig. Und da braucht man halt ein bisschen Geduld. Und damit die halt entsprechend so auflösen kann. Von daher, es muss jetzt auch nicht heute sein, dass wir diese Korrektur halt kriegen, bis auf die, wo ich halt vorhin gesagt habe, 27.461. Muss nicht sein, das wäre nämlich hier unten in dem Bereich halt schon wieder, beziehungsweise hier in dieser Zone. Die kann natürlich genauso gut noch nächste Woche kommen. So, wenn es nach mir geht, heute. Aber bei den Bewegungen fragt man sich dann schon so ein bisschen, wie sollen das noch funktionieren? Wie sollen das jemals wieder darunter? Das wird schon noch passieren. Aber wie gesagt, ob jetzt heute, das steht dann halt auf einem anderen Blatt.
ob das dann halt so sein wird oder eben nicht. Ne, so, aber hier sieht man nun mal rein für einen Überblick, was da halt irgendwie gerade passiert und was er da halt vorhat. Und was jetzt halt zum Beispiel typisch wäre, wenn jetzt die Kerze kurz nach grün dreht, hält das meistens nicht lange, sondern läuft auch relativ schnell wieder dann halt zurück. So, und das wäre dann halt auch wiederum, würde halt passen, dann halt auch mit dem Gap, dass er das versucht zu schließen und dass wir dort dann halt nochmal einen Abpraller dann auch entsprechend kriegen. So, jetzt haben wir hier echt richtig ordentlich Bewegung bei den NFPs, hatten wir schon lange nicht mehr. Ist natürlich blöd, dass ich auf der falschen Seite unterwegs war. Na, so, jetzt sieht man, jetzt dreht die Kerze halt einmal hier auf grün. So, und deswegen ist das jetzt erstmal der erste Widerstand. Wir sind jetzt mitten im Gap drin. So, zu ist noch nicht. Aber es ist natürlich jetzt das absolut plausible Ziel, das jetzt halt zu versuchen und das halt dann auch zuzumachen. Ne? Also, auch wenn man irgendwie nicht mit jedem Trade irgendwie richtig liegen kann, solange man weiß, wo es hingeht, was halt irgendwie gerade los ist, das ist alles halb so schlimm. Beziehungsweise worum es halt dem Markt dann halt geht. Ne? So, hätte man natürlich jetzt auch irgendwo dann halt sagen können, gut, dann mache ich halt irgendwie, gehe ich halt long, setze einen Stop von irgendwie 200 Punkten mit einer kleinen Position, kann man natürlich auch machen. Ne? Da spricht natürlich nichts dagegen. So, aber jetzt haben wir hier halt auch genau den Effekt, den ich gerade gesagt habe. Ihr dreht erstmal nach grün und dann geht es erstmal wieder ein Stück zurück. Das waren zwar jetzt nur 20 Punkte, es können aber halt schon noch ein paar mehr werden. Von daher völlig normales Verhalten. Jetzt hier diese Gegenbewegung halt auch gerade. Ne? Das passt perfekt zusammen. So, und jetzt kann man halt im Zweifelsfall, wenn man denn halt möchte, nochmal gucken, dass wenn wir jetzt hier drunter schließen, nochmal einen Rücklauf kriegen auf 1 Minute. Und dann kann man da halt dann auch nochmal Short versuchen. So, wie man sieht, einmal jetzt kurz hier reingelaufen. Ich war jetzt halt ein bisschen langsam, ein bisschen zu viel vorher erklärt. Aber halt vom Prinzip her ist es halt genau das. Ne? Läuft da mitten rein. Zu ist es noch nicht. Und ich sage ja auch immer, ein Gap Close ist nicht bärisch, also von unten. Deswegen muss man halt auch aufpassen, wenn das erstmal zu ist. Das kann dann halt auch relativ schnell in die Hose gehen. So, hier auch wieder zu lange überlegt. Ne? Habe ich ja gerade gesagt, wenn wir da drunter schließen, nochmal Rücklauf kriegen, kann man dann nochmal shorten. Ich bin heute irgendwie ein bisschen lahm. Weil der könnte jetzt auch schon relativ deutlich halt nochmal runterkommen. Also 100 Punkte wären jetzt hier eigentlich nicht zu viel verlangt. Ich versuche jetzt erstmal drauf aufzusetzen, ob das hält. Wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber es sind natürlich hier auch schon Strecken, das waren gerade irgendwie auch 40 Punkte rückwärts. Ist natürlich nicht so wenig. So, 501. Gucken, was der M5 hier sagt. War schon ordentlich langer Docht jetzt erstmal. So, vielleicht hat's ja, vielleicht war ja einer schnell genug und hat das da oben geschortet. Aber wie gesagt, da sollte man trotzdem vorsichtig sein. Also jetzt nicht irgendwie den Absturz hier irgendwie drauf wetten. Aber das kann halt schon, weil es halt jetzt nicht geschlossen ist, halt auch recht ordentlich nach unten auch nochmal reagieren. Das kann schon sein. Gut, also ich glaube jetzt nicht, dass ich den hier noch wirklich zu greifen kriege. Mal gucken, vielleicht wenn die Stunde um ist. Weil ich würde halt schon, solange das halt nicht zu ist, da halt schon noch shorten. Ne? Weil ein offenes Gap, Abwärtsgap ist immer noch
ein aktives Short-Signal, was wir halt hier haben. Und auch, wenn man sich das halt mal rein technisch anguckt, ne, hier das Hoch, eigentlich bis jetzt nur gespiked, mehr ist da halt noch nicht gewesen. Ne? Und das ist halt die Bewegung, die wir halt da halt vorher hatten. So, und von daher entsprechend, wenn das halt hier, wenn da nichts mehr nachkommt, wenn da keine Käufer nachkommen, können wir auch locker wieder auf Anfang zurückfallen. Das heißt halt dann nochmal irgendwie 200 Punkte runter. Kann passieren. So, ich gucke jetzt mal, ob ich den hier zu greifen kriege, weil der juckt mir natürlich schon in den Fingern. Aber ich will jetzt halt auch hier nicht blind dagegen handeln, sondern will jetzt mal versuchen, beziehungsweise mal abwarten, wie jetzt die Stunde hier halt dicht macht. Und auch im M15, ob wir halt wirklich da oben drüber schließen, dann nicht. Und was nach NFP Short? Die Logik kenne ich nicht. So. 56. Er kann natürlich sein, dass es halt das Ding jetzt einfach dicht macht, ne? Und da oben rausrennt. Könnte sein. Man weiß es nicht. Ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel für die Bewegung hier. Ich meine, er versucht es ja. Er ist ja immer noch im Aufwärtsmodus hier unterwegs. Und so viel schwächeln tut er erstmal halt nicht, ne? Man sieht ja halt, ne, generell ist halt einfach hier wenig Gegenbewegung. Also das hier, ja klar, ne? Da hätte man dann aber wirklich halt mitten rein shorten müssen. So, wenn er nicht schafft, da oben drüber zu schließen, und dann sollte das Ding halt runterkommen. So, noch 2 Minuten. Ja, sieht erstmal nicht so aus, als würde das funktionieren. Trotzdem mal kurz noch warten. So, aber schließt wahrscheinlich jetzt drunter, ne? Das ist für mich halt so ein bisschen der Trigger hier halt auch, weil erstmal ist es ein Fehlausbruch, den wir halt jetzt hier haben über das Hoch. Mehr ist es nicht, ne? So, das heißt, ich würde den jetzt hier, weil das würde er jetzt nicht mehr schaffen, auch nochmal reingeben, würde man die Position aber skalieren. Das heißt, egal ob er das jetzt halt sofort auflöst oder nicht, solange das Gap nicht zu ist, würde ich da halt auch jederzeit da oben halt auch dagegen halten. Und dort halt wieder die Position entsprechend ausbauen. So, weil wenn er halt so schließt, und dann sollte das nicht gelingen, das einfach zuzumachen. Sehe gerade, ich war hier 1 Minute zu früh an. Bin heute irgendwie nicht bei der Sache, habe ich das Gefühl. Weil ich wollte eigentlich abwarten, ob das hier drüber schließt. Und wenn er das jetzt macht, und dann werden wir wahrscheinlich direkt einen Anschluss kriegen, und dann läuft es auch hoch. Von daher war ich da jetzt ein bisschen schnell. Also über den Ticker kommt gerade, dass der erste Sender praktisch Biden jetzt schon als Präsidenten sieht, weil er jetzt in Pennsylvania die Führung übernommen hat. Okay, dann short all in. Okay. Ja, spannend. So, hat auf jeden Fall jetzt erstmal nicht hier drüber geschlossen. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass halt irgendwie ich das sehr, ja, interessant finde, dass man immer davon ausgeht, dass wenn der Biden halt Präsident wird, dass das irgendwie nachhaltig gut für die Märkte sein soll. Mir erschließt sich einfach nicht, wieso. Das habe ich ja auch schon irgendwie ein paar Mal irgendwie gesagt.
Weil halt einfach das Ganze, dieser Monsteranstieg, den wir gehabt haben hier in den Märkten, das war ja letzten Endes, war das ja halt so die Hoffnung, das, was halt Trump ja halt eben der Wirtschaft bescheren sollte und die er halt ja auch irgendwo auch erfüllt hat. Und aber zumindest mal, es war halt, wie gesagt, die Hoffnung. Und es könnte genauso gut sein. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Es könnte genauso gut sein, dass diese Hoffnung, die wir halt da drin stehen haben, mit den irgendwie 60% plus seit dem Beginn seiner Amtszeit, dass die halt dann auch wieder rausgenommen wird. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Gefahr dabei, bei der ganzen Geschichte. Hier war jetzt ein bisschen langsam. Sorry, ich habe hier irgendwie keine Ahnung, was verschluckt. So, okay. Von daher würde mich das jetzt nicht wirklich wundern. So, bitte auch hier jetzt nicht nachmachen. Ne? Ich weiß es nicht, ob ich den noch fertig kriege hier im Webinar, weil ich habe ja gesagt, wenn wir nicht da oben drüber schließen, ne, über diesen Punkt, und dann gehe ich mal davon aus, dass wir das Gap jetzt auch zumindest mal in den nächsten 15 Minuten hier auch nicht dicht kriegen. Ne? Und solange es offen ist, ist halt ein aktives Short-Signal. Und ob das jetzt dann entsprechend halt noch ein Stück weit runterkommt oder nicht, das werden wir dann halt, ja, dann halt sehen. So, aber kann natürlich schon sein, also ich würde schon vermuten, dass wir zumindest mal halt hier die 300 nochmal sehen. Das wäre ohnehin hier das alte Hoch, das wir noch nicht bestätigt haben. Na, hier die 295. Das wäre eigentlich schon plausibel, da nochmal hinzulaufen, bevor das Gap halt zu ist. Ne? Also ich meine, das ist natürlich auch das Entscheidende. Das Gap darf halt nicht zu sein, sollte jetzt wieder erwarten, da halt oben komplett durchrackern, und dann kann man das da vergessen. Dann wird das eher nichts werden. So, also ich gehe mal, hier gerade kurz noch im Auge behalten, die Geschichte. Den da oben will ich auch noch irgendwie, falls er das machen sollte, auch noch mit skalieren, aber halt Gap Close Kassa brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. So, weil erstmal kommt da gerade nichts nach. Muss natürlich jetzt auch entsprechend so bleiben, wenn das was werden soll. So, kann man noch was gucken. So, das wird oben 5, 3, 4. Ja, okay. Gut. So, was wollte ich sagen? Ich habe hier ein bisschen den Faden verloren. Okay. Also, DAX sieht man hier auch, ne? Der ist halt irgendwie hat auf der 410 aufgesetzt. Das ist ja halt so ein Volumen, einer von diesen Volumenpunkten, die ich ja halt immer wieder thematisiere. Der halt, wo man halt auch sieht, dass das hat halt irgendwie schon eine Relevanz, diese Geschichten. Genau wie hier die 113 und noch viel krasser natürlich die 11.840. Und eigentlich, wo ich halt immer sage, so generell läuft der Markt dann halt so dazwischen. So, und aber den, da bin ich ganz ehrlich, den kriege ich momentan irgendwie nicht vernünftig eingeschätzt. Ne? Also hier oben, selbst das war mir schon ein Rätsel. Ich habe es tatsächlich geschafft, heute Morgen das Ding da oben zu shorten. So weit, so fein. Aber halt, eigentlich hätte ich mit der 605 gerechnet, habe dann nur gesehen, der macht einen Spike, da kommt nichts mehr nach. Und dann gehe ich doch da halt mal short. So, und das hat halt funktioniert, aber so für meine Begriffe setzt der immer so ein bisschen im Nirgendwo halt auf. Auch hier genauso die Geschichte. Ne, dieses Tief, was wir da halt hatten, um das hier mal irgendwie einzuzeichnen, 369. Ne? Da fehlen halt so 5 Punkte hier zum Anschluss einfach. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Tut mir leid, aber ich habe irgendwie hier wahrscheinlich trockene Luft oder so. Aber das ist mir ein Rätsel, was der da halt momentan irgendwie treibt. Deswegen kriege ich das nicht gut zu greifen. So generell finde ich halt immer so Anschluss super. Und man sollte halt eigentlich nicht irgendwo mittendrin, wo kein Anschluss ist, also das wäre halt für mich ein Anschluss jetzt gewesen, hier mal aufsetzen. Ja, der 350 dann halt wenigstens mal kurz da rein und dann hoch. Das ist okay. Aber hier so dieses dazwischen gedrehe, da komme ich nicht klar drauf.
Ja, ehrlich gesagt. So, und deswegen weiß ich da nicht so ganz, wo ich den greifen soll, Also momentan. ich komme gleich rüber und klopfe dir auf den Rücken, ey. Ja, ne? Ja, ich kann nichts fühlen, es tut mir leid. Nein, nur ich leide mit. Ja, es ist halt nervig, für euch ja vor allen Dingen halt auch, ne? Bei mir ist das ja, für mich ist das egal, aber ich glaube, das ist halt einfach laut. Genau, also wie gesagt, da kann ich momentan irgendwie halt nur gucken und staunen bei dem, was der da halt so treibt. Aber viel mehr fällt mir da jetzt irgendwie gerade noch nicht wirklich ein. Also da ist halt die Frage, wo will der eigentlich hin, ne? Also das Maximum, wenn er das Gleiche machen will wie der DAO, der halt hier rein markttechnisch hier von der Grenze bei der 476 da halt sich in den Kopf gestoßen hat, dann müsste er eigentlich noch ein Stück weit höher. Dann müsste der auf hier die 650 da oben in diesen Bereich halt rein. So, das wird aber nur gelingen, wenn der DAO entsprechend halt hier den Ausbruch schafft. Und dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir zwei Märkte haben, die komplett gegeneinander laufen. Von daher, ich habe ohnehin so ein bisschen den Eindruck momentan, dass der eigentlich nur den Amis da hinterher dackelt, aber irgendwie nicht irgendwie vernünftig irgendwo Grenzen halt erreicht, sodass man den halt auch mal passend irgendwie greifen könnte. Also das ist halt mein Eindruck. Vielleicht geht es euch ja anders, aber halt, ich kann aber mit dem momentan halt irgendwie wenig anfangen. So, mal gucken, was macht denn hier das Ding dann mittlerweile? Ach ja, es sind 3 Punkte im Plus. Hurra, hurra. Genau. So. Wo setzen wir denn hier auf und gucken, ob das was überhaupt was bringt, das Ding hier drin zu lassen? Also ist natürlich nicht so wahnsinnig motiviert. Hätte man natürlich schon ein Stück weit vorher da halt reingehen müssen. Da oben in dem Bereich. Aber gut, das heißt, der kann jetzt hier einfach noch mal ein bisschen dauern, weil er versucht jetzt natürlich hier auch auf jedem einzelnen Punkt halt hier irgendwo noch mal Schwung zu kriegen. Und das sollte er aber eigentlich nicht schaffen. Also ich denke halt schon, dass wir da zumindest mal, ja, also wer den Trade halt irgendwie auch unbedingt machen will, der DAO steht definitiv auf Anschluss. Und da wäre halt einfach das hier. Das wäre auf jeden Fall mal so das Naheliegendste für den, wo der eigentlich halt mal hin müsste. Das hier, das reicht nicht. Das ist Tanzen in der Luft. Jetzt war ich mich schon wieder räuspern, aber ich halte mich zurück und ich mache mal vorerst das Mikro aus. Unfassbar. Ja, also, wie gesagt, der DAO, ganz, also, ne, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wenn man halt irgendwie skypt und irgendwie ein Entry sucht, ich sage mal, sucht den nicht in der Luft, sondern da, wo Anschluss ist. Und das ist wie am Bahnhof, es fährt sich halt besser. So, und da hätten wir zum Beispiel halt hier, in dem Bereich, ne, hier so wäre das nächste Cluster, da war halt mal so ein Widerstand. Und da hat so als Minimum halt mal hier die 340, wenn das halt irgendwie vernünftig weiterlaufen soll. Und nicht irgendwo mittendrin, das macht halt meistens überhaupt keinen Sinn. Beziehungsweise, wenn es dann halt mal hochschiebt an so einer Stelle und wir kriegen nachher halt eine Korrektur, werden diese ganzen Punkte überlaufen, die halt so in der Luft stehen. Und von daher bin ich da auch kein Freund davon, an solchen Punkten dann halt auch großartig irgendwie long zu gehen. Aber das halt meistens nicht weit kommt. Short dauert immer so ein bisschen dann halt, bis das mal halt irgendwie in die Puschen kommt. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das aber in der Regel. So, also, ich denke mal, ist soweit klar. Rein vom Bild her, auch wenn es jetzt hier vom Trading irgendwie gerade nicht so prickelnd war und irgendwie gerade nicht so einfach ist. Aber ich denke mal, vom Bild her, was der Markt da halt vorhat, sollte eigentlich soweit klar sein und hoffe ich doch mal auch verstanden sein. Und wenn nicht, einfach mal her. Wer schreibt hier LOL? Warum? Habe ich getan? Hier wegen meinem Räuspern, ne? Das ist unglaublich. Aber ich habe auch heute Nacht irgendwie ein bisschen wenig. Ach, mit dem Bahnhof, ja. Ja, es ist. Das sind aber halt. Also, ich könnte. Also, da muss man eigentlich nur selber mal in den Chart reingucken. Da sieht man 1000 Beispiele. Wenn man das zum Beispiel allein hier wann war das? Vorgestern halt diesen Rücklauf da anguckt. Ne? Genau das gleiche in Grün.
Der stößt dann halt oben an irgendeine Grenze und er läuft so weit zurück, bis er halt hier einmal in dem Bereich sieht man ja, ne, Anschluss. Da war halt vorher nichts. Einmal Anschluss gesucht und dann halt wieder hochgelaufen. Das ist halt völlig normal. Und deswegen, wenn man da versucht hat, irgendwie zwischendrin irgendwo lang zu gehen, sieht man, es ist halt alles überfahren worden. Ne? Und deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, jetzt halt mal als irgendwie, was weiß ich, mal irgendwie zwei, drei Trades dann halt auch zu versenken, weil ich halt dann aber auch weiß, die Dinger, die in der Luft liegen, ja, solche, zum Beispiel, wer hier dann irgendwie short gegangen ist und kriegt hier, ich zeige es ein bisschen größer, so hier zum Beispiel, wenn hier einer short gegangen ist, ja, an so einem Level, wo man dann sagt, na gut, da ist dann Widerstand, so und wird dann überfahren. Das steht aber hier in der Luft, und da weiß ich aber, nachher, wenn das wiederkommt, dann brauche ich gar keine Angst davor zu haben. Das kann ich einfach, gebe ich die Position genau da wieder rein, wo sie vorher auch war, und lasse das Ding dann halt durchlaufen. Hier, genau das gleiche in Grün, ist alles in der Luft. Und besser ist halt wirklich immer, das ist ja auch letzten Endes nichts anderes als diese Paritätsumkehr, von der ich ja halt immer wieder schwärme. Hier ja auch, Widerstand gehabt, was macht er? Kommt zurück, wird Support. Ne? Das ist genau dieser Anschluss. In Anführungszeichen. Mehr ist das halt nicht. Ne? Und von daher, das kann man schon irgendwie sich im Auge behalten. Wie gesagt, selbst wenn, nochmal, auch wie jetzt gerade, ne, die Dinger, die daneben gehen, wetten, dass die nachher alle nochmal kommen und alle überlaufen werden, spätestens wenn die Kasse aufmacht und korrigiert oder spätestens dann, wenn überhaupt irgendwas mal zur Korrektur ansetzt, ein Volumen nach unten irgendwie aufmacht, dann werden diese ganzen Dinger, die wir halt in der Luft da stehen haben, die werden alle wegbrechen, einer wie der andere. Und es wird so lange laufen, bis wir entsprechend irgendwo so einen Punkt dann halt haben, wo der Markt räuspern. So lange, bis der Markt dann halt irgendwo seinen Anschluss gefunden hat. So, meine Güte. Jetzt haben wir es aber auch, ne? So, mehr kann ich jetzt irgendwie auch großartig gar nicht sagen. Also außer vielleicht noch halt, das hatte ich aber auch im Blog auch geschrieben. Dazu mache ich mal ganz kurz hier nochmal den Daily auf. So. Wenn er das Ding halt wirklich hier auch noch ausreizen will, im Daily, bevor die Geschichte halt mal ein Stück weit runterkommt, und dann hat er natürlich noch mal ein Stück weit mehr Platz. Ne? Also ich würde halt mindestens mal tippen, dann halt bis zu 540. Das wäre halt mal so der Mindestbereich, ne? Weil wir hier halt auch so den letzten Spike da halt rein hatten, also den vorletzten. Die letzten sind eigentlich da oben. Da wären wir aber schon wieder beim sogenannten Corona-Gap da oben an der Stelle. Ne? Und ob das dann halt unbedingt irgendwie noch mal angelaufen werden muss, ich meine, kann natürlich sein, ne? Keine Frage. Aber wird man dann halt irgendwie ja, sehen müssen, ob das halt wirklich dann halt so ist. Ne? Gut, aber dort natürlich dann halt spätestens. Also wenn es wirklich linear nach oben geht, dann kann man dort auf jeden Fall halt erstmal wieder richtig dick Short dann halt auch aufmachen. Da spricht dann, glaube ich, relativ wenig dagegen. So, alright. So. Dann sage ich an der Stelle mal. Zumal, ne, die Markteröffnung will ich jetzt hier eigentlich nicht unbedingt auch noch irgendwo mitgehen. Und ja, weil es dann ansonsten einfach zu lange dauert, nachher halt auch. Ne? So, von der alles an so verhaspler. So, trotzdem sage ich an der Stelle mal danke fürs Dabeisein. Nelson, falls du nichts mehr hast, noch irgendwie Frage oder so. Und dann würde ich hier nämlich an der Stelle jetzt erstmal dicht machen. Okay, super. Dankeschön für das Webinar, Dirk. Und hoffentlich kriegst du deinen Räuspern heute noch weg. Tja, das hoffe ich auch. Und wünsche natürlich ja, da gute Besserung und ein schönes Wochenende. Und natürlich auch an allen Teilnehmern vielen Dank, dass Sie heute live dabei waren. Falls Sie heute noch handeln, natürlich viel Erfolg. Passen Sie auch für die Positionen auf. Nächste Woche ist der Dirk ja auf der WOT online zu sehen. Schalten Sie auf jeden Fall mal Super, ja. rein. Genau, wir haben dann erstmal eine kleine Pause hier, aber in 2 Wochen geht es dann auf jeden Fall weiter. Also bis dahin, Genau. alles Gute und ja, bis bald. Dankeschön. Bis Ciao. dann, danke.